Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier. Und heute habe ich Cryptogranbull in der Superliga und wollte mal gucken, was es da so drauf hat. Es hält natürlich nicht viel aus, aber die Charms, die drücken brutal. Also wollen wir mal gucken, was sich da so machen lässt. Wollte schon sagen, was war das denn? Fiaro ist gar nicht so schlecht in der Führung. Kann ich schon mal einen Schattenknochen drücken? Wird nicht geschildert, perfekt. Da ich rechne eigentlich eher mit einer Nitro-Ladung. Nein, er geht auf Sturzflug, okay. Okay. Dann gehe ich hier auf Macho. Muss leider jetzt schilden. Ich hätte nicht gedacht, dass er auf Sturzflug geht. Die meisten ködern. Noch ein Sturzflug. Okay, diesmal nicht mein Freund. Ja. Dioxys, okay. Kommt jetzt mal der Steinhagel. Und ich wechsle jetzt einfach meinen Granbull. Seht euch die Charms an. Und er macht den Fehler und geht in, ja, Tangolist. Ciao, ciao, Tango. Na gut, ne, ich schilde mal. Steinhagel kommt. Und Granbull überzeugt mit Charme. Krass, wie viel Granbull mit Charme drückt in Krypto. Ich glaube, der Gegner hasst mich jetzt. Er hat mit zwei Schilden verloren. Aber der Wechsel in Tangolist war geil. Also Tangolist konnte gar nichts machen. Tangolist war gefühlt sofort weg. Und ich glaube, ein Psyschub hätte ich überlebt. Konter habe ich resistiert, obwohl er Steinhagel, glaube ich, eingesetzt. So, genau, Bisaflor. Ah ja, Zurigris. Kommt da überhaupt zur Flucht? Nein, kommt da nicht, okay. Dann wird jetzt Bisaflor reinkommen. Also, Licht-Pokémon Nummer 1 ist weg. Boah, das tut bei Bisaflor ja schon richtig übelst. Und ich komme zur Attacke. Ja, mein Freund, ich glaube, du musst schilden. Ey, Dings ist ja richtig böse. Ja, und ich muss ja auch gar nichts befürchten, so wirklich. Eine Flora halte ich auf jeden Fall aus. Da ist sie schon. Jetzt kommt mein Schattenknochen. Entweder du schildest oder dieser Flora ist weg. Was nimmst du? Dieser Flora ist weg. Was kommt rein? Der Killer-Truthahn kommt. Gut, dann drücke ich einen Schattenknochen definitiv. Und wechsle Macho. Und butter beide Schilde Macho. Ja, leider hast du noch einen untergekriegt, aber den Kampf hast du auch verloren. Ja, siehst du auch ein, dass du da keine Chance mehr hast. Perfekt. Also Kryptogrambo ist böse. Kryptogranbull ist richtig böse. Mal sehen, ob wir noch ein paar Pokémon ein bisschen überraschen können. So, ich möchte mal so einen Krypto-Charme bei Nachtara tatsächlich sehen. So, Knorr gegen
Fiaro wieder, okay. Mal sehen, ob der Gegner wieder auf Sturzflug geht. Einmal hole ich aus. Okay. Ach, ich gehe nicht auf Sturzflug. Ah, der geht auch wieder auf Sturzflug, okay. Ah, diesmal hau ich Schattenknochen später raus. Und Schild ist da, okay. Ah, schade. Ich gehe wieder Macho. Muss leider schilden, definitiv. Weil es nochmal ein Sturzflug sein könnte. Nein, diesmal Nitro-Ladung, aber er geht im Mund hier. Okay. Hat er in das falsche Pokémon gewechselt? Weil Muntier sieht jetzt mal kein Land. Na gut, dann schwör dich. So. Egal, was jetzt reinkommt, das ist weg. So, ein Eschern kommt nicht mehr ran. An. Ran wollte ich schon sagen. Was kommt jetzt rein? Ah ja, Tentantel. So, die Attacke haue ich jetzt noch raus. Und gehe einfach mal in Kryptogrammbowl. Die Attacke macht jetzt schon gut Schaden. Jo. Und zwei Scham reichen da auch aus. Perfekt. Warum ist er in den Mund hier gegangen? Das hätte jetzt gar keinen Sinn ergeben. Ja, okay, doch. Beide Pokémon ja schwach gegen Macho. Stimmt. So, nächster Kampf. Also Kryptogrammbowl. Klasse Pokémon. So, Knauger gegen Beutrus. Ja, da kann ich nicht in den Hartkonter gleich reingehen. Das ist das Problem. Ich rechne eigentlich mit Doppelpflanze. So, ich habe zwei Schattenknochen ready. Ja, ich kann da nicht rauswechseln, weil wenn ich in Macho gehe, kommt ein Konter rein. Und das Risiko gehe ich jetzt da nicht ein. Tatsächlich. Da hau ich lieber die Schattenknochen jetzt raus. Genau, Gegner setzt ein, das ist gut. Ja, lass mal drauf gehen. Und jetzt mit Macho rein. Gegner wechselt raus, das ist perfekt. Einmal muss ich schilden, glaube ich. Ja, Konter macht ja schon von Meditalos ganz schön viel. Und Psychokinese, da wäre ich weg gewesen. So, jetzt kommt Bolle wieder rein. Kann ich runterschauen. Och, verdammt. Ich hätte so gerne runtergeschamt. Aber er musste ja noch zur Attacke kommen. So. Oh, und er kriegt den dämlichen Blubber durch, ne? Ja, den Kampf verliere ich jetzt leider. Weil er bräuchte nur Hydro-Pumpe oder Knüller und mein Macho ist weg. Kriege ich einen zweiten Schild? Ja. Ah, den hätte er nicht mal schilden müssen. Den hätte er zum Beispiel noch weggesteckt. Schade. Ja, Knüller hat er und Macho ist weg. Schade, schade. Ja, doof, dass ich gegen Beuteros nochmal den Schild einsetzen musste.
So, nächster, letzter Kampf. Gegen Poke Maestro. Mal sehen, was er hat. Knogger gegen Militar ist perfekter Lead für mich. Da gehe ich hier rein. So, einmal schön runterfahren. Das ist die Devise. Okay, er geht auf Knüller. Eigentlich dürfte er keine Attacke mehr schaffen. Boah, wie. Das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Noch ein Knuddler. So, kommt da rein. Also Meditales macht. Okay, er kommt Meditales. Ist sein gesamtes Team schwach gegen Gumball irgendwie? Oh, kann ich wechseln? Oh, abgefangen. Wichtig, wichtig. Dann kann ich wenigstens mal ein Grambol aufheben. Ice Heat macht effektiv nichts. Ah ja, Flunschlick. Hä, warum bist du nicht in Flunschlick reingekommen? Den Steinhagel dürfte ich noch überleben. Den Steinhagel müsste ich überleben, ja. So, Feuersturm wirst du jetzt schilden. Ja, hast du gut gemacht. Schade, den Schattenknochen hätte ich gerne durchgebracht. Oh, ich habe gar kein Dings. Das ist doof. Ja, Steinhagel reicht natürlich. Frage ist, ob ich dich runterhauen kann. Ist das ein Steinhagel oder ein Erdbeben? Du hast gerade Steinhagel eingesetzt, ne? Oh, Erdbeben. Schade. Oh. Schade, den letzten Kampf noch vergeigt. Ah, ich frag mich, warum du wirklich in. Ja. Egal. Verstehe nicht, warum du in den Meditalus reingekommen bist. So, Chitterus. Ich glaube, das hat dir wirklich den Sieg gebracht, was mich eigentlich ziemlich wundert. Ich krieg jetzt ein paar Punkte wieder dazu, das ist perfekt. Und Chitrus bleibt auch gleich drin, noch besser. Okay. Irgendwie buggy heute. Ich konnte das gar nicht mal verschicken. Ja, wir gehen ein paar Pünktchen hoch. Das ist schön, aber ja, Legend wird leider nichts. Aber gut, für die Folge war's das. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.